Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Viele von euch wissen ja, dass ich vor 2 Monaten meine Tochter Jessie Luana auf Koh Lanta per Alleingeburt zur Welt gebracht habe. Wer es noch nicht gesehen hat, das Geburtsvideo habe ich euch oben mal verlinkt. Und heute wollte ich mal ein kleines Baby-Update machen. Mittlerweile ist Jessie 9 Wochen alt. Und ja, sie kam ganz entspannt auf die Welt. Man kann schon fast sagen, schlafend zur Welt. Und musste sich erstmal an die Welt außerhalb des Bauches gewöhnen mit all ihren Gerüchen, Eindrücken und Lauten und Geräuschen. Ja, und die erste Zeit waren wir eben, wir hatten eine schöne kleine Dschungelhütte auf der Insel gemietet, wo wir uns erstmal dann in Ruhe kennengelernt haben. Die ganze Familie, die Geschwister, es war auch für die Geschwister erstmal neu. Die mussten sich erstmal dran gewöhnen, dass noch ein kleines Geschwisterchen jetzt auf einmal da ist. War für mich auch oder für uns beide auch sehr spannend zu sehen, wie das sich entwickeln würde mit Jamie und Julie. Aber das war sehr positiv. Also sie waren bei der Geburt teilweise dabei und wussten ja auch schon vorher, dass noch ein Baby kommt. Das war also wirklich toll. Die haben sich sehr gefreut und haben sie gleich auch begrüßt und sich gefreut. Ja, dann haben wir erstmal die ersten Tage ganz ruhig angehen lassen. Es muss sich erstmal alles noch einspielen. Selbst ich muss mich an die neue Rolle wieder gewöhnen. Ja, es war für mich echt spannend zu erleben, weil Julie ist ja auch noch so klein. War ja erst 2 Jahre zu dem Zeitpunkt, ist jetzt vor kurzem 3 geworden. Aber es war echt toll. Also wir haben alle zusammen viel gekuschelt und dadurch konnte man sich ganz langsam daran gewöhnen, dass wir jetzt zu 5 sind. Jessie war von Tag 1 an echt entspannt. Und wir hatten sie auch immer all dabei, gleich von Anfang an. Ich hatte sie in der Trage immer dabei. Eine ganz tolle Trage von Moby Wrap heißt die. Die schmiegt sich eben ganz toll den Körper an und ist sehr weich und schützt das Köpfchen halt optimal ab. Gibt es auch aus Bambus. Ich kann euch ja mal den Link unten in die Infobox packen. Dann könnt ihr da mal reinschauen. Sie war immer dabei und es war ganz toll. Sie hat viel geschlafen die ersten Tage und ich musste sie sehr viel stillen, also gefühlte alle halbe Stunde. Ja, auch nachts, also wobei das nachts echt toll geklappt hat und immer noch geklappt. Da ich habe sie neben mir liegen und wenn ich sie stille, dann im Halbschlaf quasi machen wir das dann im Liegen, dass man da keinen großen Break hat und aufsteht und dass er gleich weiter schlafen kann und ich auch. Dann haben wir beide einen ganz entspannten Schlaf und sind dann morgens nicht so gerädert. Ja, dann fing sie an halt die ersten paar Tage nach der Geburt dann immer mehr auch zu schauen, sich umzuschauen, hat auch die Geräusche wahrgenommen. Dann hat sie halt die ganze Zeit immer geschaut, wo die Stimmen herkommen, hat dann auch erkannt und dann kamen so kleine Lächeln schon mal. Ja, ich konnte das alles noch gar nicht fassen, dass ich nochmal ein neues Baby habe, nochmal Mutter sein darf und das ist einfach so toll und alles nochmal erleben. Ich finde auch viel intensiver, weil ich jetzt ja wirklich viel Zeit habe. Wir haben unser Leben ja umgestellt und ja, keiner muss das Haus verlassen, wir können alle zusammen sein, die Kinder sind ganz entspannt. Man ist hier in toller Umgebung, toller Location, es ist warm. Man hat das Meer. Ja, in den kommenden Tagen und Wochen wurde sie immer wacher, immer aufmerksamer, hat sich alles angeschaut, hat uns auch schon erkannt. Dann kam das erste echte Lächeln, das ist so überwältigend. Und seitdem werden wir jeden Morgen mit dem schönsten Lächeln begrüßt. Also sie ist da echt eine ganz, ganz fröhliche, zufriedene Maus. Lächelt also eigentlich immer, erzählt auch mittlerweile schon ganz viel und erkennt uns, weiß genau, wer wir sind. Wenn jemand Fremdes kommt, guckt sie erst immer ein bisschen skeptisch oder weint auch mal, es ist auch schon so. Ja, mittlerweile sind die Stillphasen auch länger, also sie kommt mit 3 Stunden manchmal aus, nachts sogar schon 4, schläfst du dann ein Stück durch. Und ja, wird immer aufmerksamer, möchte auch am liebsten immer vorm Bauch gehalten werden.
Die Trage benutze ich im Moment jetzt echt seltener, weil es so warm ist und das ist einfach dann zu warm. Dann schwitzt sie da drin und das ist dann nicht toll, nicht schön. Und also dann meistens halte ich sie dann vorm Bauch und am liebsten mag sie es am Strand getragen zu werden. Das Geräusch von den Wellen zu hören, das beruhigt sie sowas von. Und wenn sie auch mal, manchmal weint sie ja dann doch auch mal, dann muss man nur ans Wasser gehen mit ihr und schon ist sie, schläft sie ein oder wird ganz ruhig. Das ist echt toll. Ist auch toll zu sehen, dass es quasi, ich war ja Wochen vor der Geburt schon in Thailand und habe mich dann auch immer ans Meer gesetzt, habe das voll genossen, diese Ruhe und aufs Meer rausschauen und meinen Gedanken nachgehen und einfach Kraft sammeln und mich auf die Geburt vorbereiten gedanklich und auch so. Und das hat sie scheinbar auch schon so aufgenommen, dass es jetzt für sie total beruhigend ist und auf sie wirkt. Also man merkt, da ist echt eine Verbindung da zum Meer. Ja, ansonsten, mittlerweile ist sie 9 Wochen, fast 10 Wochen und sie hebt das Köpfchen schon an, sie will also auch schon immer hoch und ja, und quatscht ganz viel und reagiert auf uns und macht echt gerade richtig Spaß. Und wir haben jetzt auch gar kein Spielzeug oder irgendwas, sondern wir legen sie an den Strand zu uns. Sie schaut sich die Palmen an, das Windspiel, die Sonne, das Licht und die Wolken und also alles ganz natürlich und das gefällt ihr auch total toll, wenn da die Palmwedel sich bewegen oder wir mit ihr sprechen. Ja. Ansonsten schauen wir, dass sie auch auf dem Bauch liegt öfter mal. Das wird auch immer toller, das ist besser, dass sie sich abstützt mit ihren Armen und dann mit dem Köpfchen auch. Und ja, mittlerweile sind auch die Wachphasen länger und die Schlafphasen am Tag kürzer. Aber man kann da auch schon so eine kleine Regelmäßigkeit erkennen. Also morgens ist sie immer ganz hellwach und auch ganz zufrieden. Dann schläft sie nochmal mittags ein und dann nochmal am Nachmittag. Ein, zwei Mal und dann halt abends, klappt auch super toll mit ihr zu Bett gehen. Also um 7, 8 lege ich sie einfach ins Bett, lege mich daneben, still sie und dabei schläft sie dann ein. Dann ist das Zimmer abgedunkelt und das ist schon so, hat sich schon eingespielt, dass sie da abends dann auch wirklich schläft, was echt toll ist. Dann haben wir auch noch ein bisschen Zeit für die großen Kinder und sie hat ihren Schlaf und das ist echt, klappt super gut. Hier dann noch ein wertvoller Tipp vielleicht für euch Mamis da draußen. Nach dem Stillen lasse ich immer ein Bäuerchen machen. Das habe ich jetzt auch ganz neu rausgefunden bei Jessie. Dann hat sie auch echt keine Blähungen und keine Bauchkrämpfe. Also nach jedem Stillen lasse ich ein Bäuerchen machen und dann ist sie da auch echt entspannt, hat auch also keine Bauchschmerzen. Und weil die anderen beiden Kinder hatten das doch sehr doll. Immer Blähungen und Bauchweh und man wusste nicht genau, wo es herkommt. Ich dachte eigentlich, Stillkinder nehmen ja nicht viel Luft auf, aber scheinbar doch, durch Hecke zu trinken. Das mal so als Tipp. Dann entdeckt sie gerade ihre Hände und kann sich damit auch ein bisschen beschäftigen. Dann schaut sie sie an oder was sie auch gerade ganz, ganz gerne hat, ist so, wenn man so ein kleines leichtes Tuch ihr gibt. Zum Rumwurscheln, drauf rumlutschen, das mag sie ganz gerne. Oder auch an unserer Hand, da nuckelt sie immer dran rum. Und das mag sie auf jeden Fall sehr und das beruhigt sie auch. Ich habe letztens auch irgendwo gelesen, dass es ausschlaggebend ist, durch die Art, wie man geboren wurde, wie man zur Welt kam, wie man sich später entwickelt und wie man dann später auch als Mensch ist. Und das trifft auf meine Kinder wirklich zu. Müsste man darauf achten. Ja, dann mache ich demnächst nochmal ein Video zu den ganzen Fragen, die immer kommen. Das sind ja meistens dieselben Fragen zum Thema Sonnenschutz, zum Thema Impfen und allgemein, wie wir unterwegs sind, wie mit den ganzen Virusgefahren hier umgehen. Und da würde ich gerne nochmal ein längeres Video zu machen demnächst. Also, gern dranbleiben und wenn es gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Kommentare und Anregungen und sowas alles wie immer. Die Kommentare einfach schreiben und euch eine ganz schöne Zeit. Jetzt kommen noch ein paar kleine Videos von der kleinen Maus. Und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dann, eure June.